Der Weg zum Sieg. Die Dioster teilt sich in eine Vorrunde und anschließend Ausscheidungskämpfe. In der Vorrunde muss ein Ritter 2 von 3 Durchgängen siegreich beenden, ansonsten scheidet er aus. Die Herausforderung wird mit dem Berühren des Wappenschildes seines Gegners, der eigenen Lanze, ausgesprochen. Lassen Sie einen Helden zweimal selbst auswählen, während er beim dritten Mal von einer Meisterperson herausgefordert wird. Sieger des Lanzengangs ist, wer im Sattel bleibt. Stoßen sich beide Kämpfer zugleich vom Pferd, wiederholen sie den Lanzengang. Eine Fortsetzung des Kampfes am Boden, wie beim Weidner Turnier, ist nicht vorgesehen. Also solange bis einer rausfliegt. Okay. Wahrscheinlich. Ja, und es kann natürlich sein, dass der Typ auch so, sorry, dass der Typ auch so krass viel Lanzenreiten hat, dass er mich beim ersten Mal einen Ritter raushaut. Werden wir gleich sehen. So, will man noch kurz durchs WDS. Weil wenn man vom Pferd fällt, macht bestimmt echten Schaden. Ich mal von aus, oder? Nee, kriegst du 2 W6 zusätzlichen. Okay. 1 W6 plus 4 TBA. Nee, SPA sogar. Das kann hässlich werden. Endriss, 1 plus 4, 1 wie. Ah, fuck. 1 wie 6 plus 4 sind, wenn du deine Körperbeherrschung schaffst. Na sonst? 2 wie 6 oder was? 2 wie 6 plus 4, jo. Aber das ist halt. Das ist Kleinkram. SPA sind nichts. So, gut. Wegen mir können wir anfangen im Grunde. Ich habe gehört, du reitest in Kette. Ich habe auch gehört, ich reite in Kette, aber ich bin trotzdem relativ gut gepanzert, also wird schon. Gut. Okay, warte kurz. Dann habe ich uns jetzt beide auf dem Feld. So, wir schauen uns ein weiteres Mal den Lanzengang zweier Reiter an und schauen uns dabei auf Seite 106 im Wege des Schwerts die Treffertabelle an. Initiative ist belanglos. Beide treffen automatisch gegeneinander mit der gleichen Initiative. Die BE spielt beim Lanzenangriff keine erhöhte Rolle. Reitenprobe mit effektiver Behinderung minus 2. So, zum direkten Ranführen eines Pferdes muss beiden Kontrahenten eine Reitenprobe gelingen. Im Turnier ist sie nicht erschwert, im Kriegsfall plus 3. Machen wir die Proforma einfach mal, denn ein Doppel-20 ist immer drin. Genau. Helden. Er ist, wie gesagt, im Reiten ein Q7. Gar nicht mal so gut, gar nicht mal so gut. Wo ist denn Reiten? Das ist kein Standardtalent, ne? Reiten ist kein Standardtalent, nein. Was wird das gewürfelt? Charisma. Charisma, Gewandtheit, Körperkraft. Ja. Gewandtheit. Deswegen habe ich jetzt extra Charisma gesteigert. Nur damit ich besser reiten kann, weißt Natürlich. du? Anders geht's nicht. Ja, was, warum? Oh, ja, hi. Das heißt, wir treffen aufeinander in der Mitte und bilanzen uns jetzt. Nächster Schritt. Schauen wir uns kurz die Erschwernisse an. Die ist normalerweise um 7 Punkte erschwert. Wird für den Reiter Genau, beide zweifellos Kontrahenten würfeln jetzt sagen. gleichzeitig einen Lanzenangriff, der üblicherweise um 7 Punkte erschwert ist. Plus 5 für Reiter, plus 2 für die Bewegung. Gut. Also ich kriege 5 Punkte Erleichterung von der Sonderfertigkeit Turnierreiterei, die wird er auch haben. Na klar. Und 3 Punkte von der Sonderfertigkeit Lanzengang meines Pferdes, die wird er hoffentlich auch haben. Die hat er. Das heißt, 3 und Insgesamt 5 noch. sind eine minus 1, richtig? Richtig. Gut, das ist Damit wieder kann er eine jetzt für. Reitenprobe. Das ist eine Lanzenangriffsprobe. Eine Lanzenangriffsprobe. Damit kann er jetzt wahlweise. Da kann ich jetzt Punkte noch reinstecken, ne? Richtig. Wahlweise normalerweise zur Finte oder zum Wuchtschlag, aber im Lanzenangriff zweier Reiter macht das beides dasselbe. Du musst dich also nicht entscheiden. Genau. Ich habe einen TAW von 24. Minus 1 sind 25. Das heißt, ich mache einen Finte 10. Okay. Weißt du was? Trage ich mit. Ich mache auch eine Finte 10. Das finde ich gut. Nee, ich schaff's nicht. Du schon? Ich hab's geschafft, klar, mit der 4. Ja, hätte ich die 4 gewürfelt, hätte ich's auch geschafft. Ich treffe ihn nicht. Das ist ein bisschen peinlich, aber noch viel peinlicher wird, wenn er mich jetzt trifft. Lass mal 3W6 plus Mit 4 dieser würfeln. Ansage können Ritter, genau, das ist dann die Finte oder der Wuchtschlag, bei einem erfolgreichen Angriff, das habe ich geschafft, kann dich abgleiten lassen am Schild. Natürlich ist er es ritterlich, er wird natürlich auf den Schild zielen, eine Reitenprobe. Schildkampf 1, Schildkampf 2. Ich mache nur zwei erleichterte Reitenprobe. Und davon ziehen wir gleich noch 10 Punkte ab. Also von den TH4-Sternen. Du darfst aber schon mal 3W6 plus 4 für den Schaden würfeln. 3W6 plus 4 sind Trotzdem. 17. Guck mal ganz ordentlich. So, machen wir das mit der Reitenprobe. Ich kann 15 aufbringen, dafür ziehen wir 5 von ab. Das heißt, von deinen 17 kommen noch. Sorry, da ziehen wir 10 von ab. Dann bleiben übrig 5.
Was ist mit meiner Finte 10? Warte kurz, ihr wird das als Erschwernis. Ach, das wird als Erschwernis gemacht, oder? Das ist ja ein Wuchtschlag, der kommt ja auf die. Es ist eine Finte. Ja, hast du gerade Finte gesagt. Und Wuchtschlag, das ist beides das gleiche. Ja, weil es ist effektiv beides das gleiche. Das heißt, ich bin nicht bei 17, sondern bei 27. Stimmt. Gut, dann machen wir hier. Machen wir 15. Von 27 ziehen wir 15 ab. Bleiben über. 12? 12, nee. Stück, ja. Doch, 12, ja. Ja. Kommen wir mit 12 SPA rein, gib mir mal eine Trefferzone. Eine Trefferzone? Das ist das Schild. Ja, das ist. Okay. Dann nehmen wir den Schildarm an, da habe ich 7 Punkte Rüstung. Hatte Johnny, du bist auch da. Nehmen wir den Schildarm an, da habe ich 7 Punkte Rüstung. Das heißt, von den 12 SPA kommen noch durch 5. Ja. Was haben wir gesagt? 5, ja. SPA? Aber das ist alles, ich trage mir meinen Schaden mal eben an. Punkte. Die Reitenprobe noch. Jetzt muss ich die Reitenprobe machen, richtig. Achso, warte, du hast schon eine Reitenprobe gemacht. Was ist das für eine? Das ist die Reitenprobe zum Abgleiten lassen am Schild. Jetzt kommt die Reitenprobe zum Sattel bleiben. Die ist der Schwert und den Schaden, den ich kriege. Um die TP, ne? TP, richtig. Nicht den Schaden. 12. Also den Schaden nach dem Abgleiten lassen. Die ist erleichtert um die Hälfte, weil ich die Sonderfertigkeit Reiterkampf habe. Und 3 für mein Pferd. Nach einem Treffer ist für den Ritter eine Reitenprobe fällig. Erschwert um die erlittenen TP und weitere Faktoren siehe oben. Reduziert durch Reiterkampf und Kriegsreiterei. Mhm. Reiterkampf. Reiterkampf halbiert. Wo steht das? Modifikatoren der Lanzenreitenprobe? Das steht oben beim Reiterkampf. Warte kurz. Also ich sehe hier nichts halbiert. Reiter mit der Sonderfertigkeit Reiterkampf müssen nur die Hälfte der Zuschläge hinnehmen, mit denen Reitenproben im Kampf belegt sind. Ausgenommen hiervon sind nur Erschwernisse, die durch einen angesagten Lanzenangriff des Gegners entstehen können. Ist auf Seite 101. Warte, wird das jetzt halbiert? Wo die Sonderfertigkeit Reiterkampf steht. Wird das jetzt halbiert oder nicht? Weil hier steht angesagter Lanzenangriff, aber unten. Ja, aber die 10 werden nicht halbiert. Ich wollte gerade sagen. Aber die 10 waren ja. Die 10 sind angesagter. Aber ich hab die ja abgleiten lassen. Lass ich erst den Wuchtschlag abgleiten oder erst die normalen? Also, ich sehe das schon so, also das... Ja, das ja, aber ich hab ja von diesen 27 Punkten habe ich ja... Ja, okay, sehe ich irgendwo ein, aber ich sage, wenn das hier nicht irgendwo drin steht, dann ist das einfach die... Du hast es nicht komplett abgewehrt, also ist die 10er Wucht ist noch mit drin. Okay, dann habe ich jetzt also, kriege ich 12 Erschwernis, gut, 3 Erleichterung vom Pferd kriege ich trotzdem, sind wir bei einer 9. Das ist ordentlich, das muss man erstmal schaffen. Jetzt hör auf zu reden. Würfel. Ich habe schon gewürfelt und ich bleibe im Sattel. Gut. Er müsste jetzt einen Bruchfaktor schaffen, aber ich nehme an, wir haben einfach genug Lanzen, deswegen weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, also das sind Turnierlanzen aus Holz und dann kann er sich halt eine neue reichen lassen. Ja, aber der Lanzenbericht ist ja eigentlich ziemlich ehrenhaft. Das ist ja eigentlich ein Punkt. Ja, aber wir wollen das hier halt schaffen, bevor die Runde losgeht. Deswegen ist Ehre gerade nicht ganz wichtig. So, und jetzt das Ganze nochmal. Genau. Also reiten fürs Heranführen. Ist geschafft. Dann Lanzenangriff mit minus 1 für uns beide. Ja, das machen wir. Komm, ich will nochmal die 10er Finte. Er macht diesmal eine 2. Ja, wieder eine 10. Reicht ihm. Schafft er. Ich bin dafür, dass ich das. Ich patz mich aber nicht vom Pferd. Das ist kein Patzer, ist nur nicht geschafft. Ach, Kinders, was ist das denn? Warum wirf ich so? Okay, Ist wahrscheinlich einfach am Fangirn. Es ist Thanos von Luring, es ist der Ritterkönig, es ist okay. Darum geht's ja gar nicht, ihr würfelt einfach nur besser als ich. So gut ist er ja nicht mal. Gut. Machen wir das gleich normal, ich geb dir meinen Schaden. Ich blocke 15 Punkte, gib mir Schaden. 7 plus 4 sind 11, plus 10 sind 21. Jetzt nehmen wir 15 von ab, bleiben, 6 über? Ja, bleiben 6 über. Das ist eine Reitenprobe. Anprobe, Erschwert um 3 also. Mhm. Ich bleibe souverän im Sattel und wir machen alles noch einmal. Souverän im Sattel? Ey, Junge, mit... Okay, 5 über. Das ist jetzt dann die zweite Lanze, die er gebrochen hat. Und wir reiten wieder neu an. Angeritten sind wir. Komm, ich mach so lange Zähler finden, bis ich ja nicht mal treffe. Ich kann mich von dem Typen nicht vorführen lassen. Ja. Ach, kommt schon. Komm schon. 10er Finte. Bestätige das erstmal. Bestätigt.
Das heißt, jetzt wird es richtig krass. Jetzt machen wir erst einmal 3W6 plus 4. Das wird verdoppelt. Sind 34. 17 verdoppelt. 34. 34 plus 10. Warte kurz, ich muss erstmal abgleiten lassen. Oh, das ist doch gar nicht mehr so. Wie ist es denn? Kann ist sein, das Abgleiten halbiert, dein Reitenwert? Ich würde nicht, das ist ja keine Parade. Ja, aber trotzdem, die Einfluss seiner Auswirkungen haben. Mit doppeltem Schaden, ja, mit doppeltem Schaden bist du schon gut dabei. Frosty sagt mir den Gesamtschaden. 44. Okay, dann ziehen wir 11 von ab, dann haben wir noch. 33. Nee. Doch. Doch. Warte. Bist du tot? Doch. Ja, nee. Tot bin ich davon auch lange. Unwichtig. Aber ich muss jetzt mal eine Reitenerschwerung um 30 schaffen. Mach mal. Und ich glaube, das sind Wunden. Freundin. Ist nicht geschafft, wie Sie sicherlich sehen können. Okay, 33 SPA. Warte kurz. Achso, schade, dass ich kein. Das sind SPA, ne? Hast du einen Schwein? Schade, dass ich keinen Chip mehr habe. Gucken wir mal kurz. 33 durch 2 sind 16,5. Das ist eine Wunde, die ich erhalte. Eine? Ja, eine. Was? Wie viel Schaden hast du bekommen? 33. 33 halbe? 33 halbe sind 16,5. Da ich eine Wundschwelle von 9 aufweise, das ist eine Wunde. Ist das durch das Lanzenreiten irgendwie nochmal Wundschwelle minus... Nein. Aber das hättest du gerne so, aber Sattel, nein. Ne? Ich falle sowas von aus dem Sattel. Gut. Das ging schnell. Finde ich ein du, sehr interessanter. Du elender Sausack, weißt du, Glück patzt dich da. Ich habe mir gedacht, hey, so gut ist der Typ gar nicht und dann krittet er mich vom Gaul. Ach komm, ich habe so oft mit meinen NPCs habe ich einfach Blödsinn gemacht. So oft. Ich bin noch ein Gegner. Du kriegst nochmal Sturzschaden. Ach komm, mich juckt der Sturzschaden noch nicht mehr. Komm hier, warte kurz. 2W6 plus 4 waren das, ne? Machen wir Körperbeherrschung, gucken wir, die wäre mit 3 geschafft, die auch wieder erschweren ist. Körperbeherrschung, die ist dann aber auch erschwert, um die restlichen aus deiner Reiten gerade mal Freundchen. Ich bin gerade am gucken. Vor allem doppelte BE auf Körperbeherrschung. Erschwert und momentan die GS. Und die doppelte BE ist. Oh ja. Die doppelte BE ist da schon drin, aber erschwert momentan die GS. Ist nicht geschafft. Gucken wir uns an. 2W6 plus 4. Uff, 410 SPA. Warte kurz. Erstmal 17. Das hast du so. Jetzt wird er erstmal gleich liegen. Es kann sein, ich muss gerade rechnen, warte. Du bist ohnmächtig. Nee, noch nicht, warte. 35 minus 17. Na, 35 minus 17 sind 18. Du hast auch noch die TPA aus deinem, aus den anderen beiden Lanzengängen. Die waren da schon aufgerechnet. Ich wollte gerade sagen, ne? Die sind auch noch mit drin. Ja, warte kurz, dann kommen da jetzt 14 SPA runter. Also ich bin auf jeden Fall Ausdauer über den Kampf unfähig. Aber. Wie viel Ausdauer 8? Hast du denn? Das heißt, deine Ausdauer sinkt auf 0, du fällst also doch bewusstlos vom Pferd. Nee, meine Ausdauer ist 37. Ich habe dir jetzt eben beim Anreiten 33 Schaden gegeben. Ja, und ich vorher hast du 14 SPA. Wie gesagt, ich habe doch gerade gesagt, ich bin ausdauerbedingt kampfunfähig. Ja. Aber ich bin nicht lebenspunktetechnisch unter 0. Nee, du fällst aber sozusagen wirklich bewusstlos vom Gaul mit dem angeknacksten Arm. So, dann möchte ich mal wissen, was da passiert ist. Das kannst du dir noch überlegen. Und dann wird es Zeit, dass irgendjemand anders den Medikus ruft, weil du kannst das nicht mehr. Ich bin auch nur W6 plus 3 Kampf. Also ich denke mal, da wird irgendein Medikus rumlaufen, oder? Also nach sieben Kampfrunden stehe ich wieder. Aber ich habe 10 LE, also das ist nicht so praktisch. Wo ist der verfluchte Terriak eigentlich? Was meinst du nach ein paar Kampfrunden? Ausdauer ist auf 0, das heißt, man ist noch ein paar Kampfrunden lang bewusstlos? Ich bin gerade von einer normalen Kampfunfähigkeit ausgegangen, oder gibt es da Ausdauer eine andere? Dann sag mir bitte eine Seite. Ja, das weiß ich nicht, aber ich dachte eigentlich, Ausdauer 0 wäre dann eine Bewusstlosigkeit, weil nee, ansonsten kannst du ja niemals jemanden bewusstlos schlagen, außer über dieses... Dann erwachst du wieder mit irgendwie Erschöpfungspunkten und sowas. Das müsstest du dir nochmal angucken. Ich glaube, wirklich wichtig ist das nicht, aber das ist nicht so, dass du dich wieder aufrappelst und dann... ach, war doch nix, brauch eine neue Rüstung. Ich glaube, du bist vom Pferd getragen und wachst im Feldlazarett wieder auf. Ich möchte vom Pferd getragen werden, ja bitte. Also vielleicht hast du noch irgendwelche Holzsplitter. Gucken wir mal, Wirkung niedriger Ausdauer. Irgendwelche Holzsplitter von der Lanze, es war halt aus Versehen ein glücklicher Treffer. Ihr erzählt erstmal alle Blödsinn. Denn fällt seine Ausdauer sogar auf 0, erleidet er 1W6 Punkte Erschöpfung. Genau, das ist alles. Ja, das ist alles, was bei 0 Ausdauer passiert. Ja, und wie regenerierst du die wieder? Erschöpfung durch ganz normale Nachtruhe. Also 5 Minuten Fahrt kriegst du 3W6 Ausdauerpunkte wieder zurück. Und das kommt sowieso dazu, ja. Aber nur, wenn du bewusst bist und eine bewusste... Ich bin ja nicht bewusstlos. Wenn du wirst nicht bewusstlos, wenn du 0 Ausdauer hast. Du bist unter 0.
Es ist auch ein Gänsebuch, auch wenn du unter 0 hast, wirst du nicht bewusstlos, das steht hier nicht. Hier steht nur, dass du 1W6 Punkte Erschöpfung kriegst. Du bist bewusstlos. Das kannst du gerne festlegen, Frosty, aber stütz dich nicht auf irgendwelche Regeln. Die Regeln geben es nicht her. Irritiert mich auch gerade, aber es ist so. Warte doch, hier, fällt dir aus, du auf nur wieder kampfunfähig. Also. Hey, Alter. Also, wenn mir der Satz danach nicht passt, dann mache ich nach dem Punkt auch mal Stopp und sag ja, nee, ich hab tatsächlich den Satz danach erst gelesen, den davor gar nicht. Ich hab bei Sink die AU, es hält noch weniger als ein Drittel angefangen. Wir sind übrigens auf Seite 83. Danke für das Gespräch.